Nun, es waren ziemlich viele Leute beim Konvent bisher da. Hat mich sehr gefreut. Es waren wenige da, auf Expertise man sich stützen kann. Die... Natürlich sind wir hier, größtenteils um mit den ansässigen Magistern zu sprechen, und sie sind wohl bekannt für ihre Kompetenz auf ihrem Gebiet, aber der Rest, nun... Sagen wir so, es sind einige große Namen vertreten, aber diese Namen haben nicht unbedingt ihre Schwerpunkte auf dem Gebiet, das wir benötigen, oder? Nun, sie können durch ihre Einzelkompetenzen vielleicht etwas beitragen zum großen Ganzen. Mir erscheint, das wären die Gerüchte um den Geistesverfall der Spektabilität von Galischgötz nicht übertrieben. Abelmir, ich wollte nicht fragen, also vorhin, sie sprach das mit Punin an. Wir waren ja bei deiner Verhandlung dabei. War das tatsächlich der Grund? Deswegen, naja. Ja, es gab einige, nennen wir es Verwicklungen, und nun ja, wie soll ich sagen, Umstände... Waren wir nicht deswegen auch in Brabak? Ja, das könnte man so sagen. Wie gesagt, die Umstände waren etwas unglücklich, aber nun ja, was geschehen ist, ist geschehen. Es man klopft kann es nicht... an der Tür. Ich bin froh, dass ich nicht weitermachen muss. Hallo, bitte. Excusez-moi, Monsieur Biotax. Oui, qu'est-ce que c'est? Nous avons une session d'opéra dans deux jours. Und damit kommt einer der Diener näher und gibt euch eine weitere große Karte, die wohl dieses Mal keine Süßigkeiten beinhaltet, sondern das Opernprogramm, was wohl in 2 Tagen startet. Ah, excusez-moi, Monsieur et Madame. Alles gut, sehr gerne. Was hat er gesagt, Boltax? Zeig doch einmal. Nun, es handelt sich um das Opernprogramm, das in 2 Tagen starten wird. Und wir sehen hier schon eine Uraufführung. Und das ist die Saisonpremiere. Und das kenne ich nicht. Oh, und das ist ein Klassiker. Ich fand ihn nicht so gut, als ich in Belhanka war. Nicht zu vergleichen mit Die Zwerge. Das war mein Lieblingsstück in Belhanka. Es ging um die Geschichte der Armbrust. Nein, nur ein kleiner Spaß. Es ging natürlich um einen Zwerg, der ist dir auch egal. Das war zu der Zeit, als ihr noch nicht so gut Horasisch gesprochen habt, oder? Richtig, es ging um einen Zwerg. Excusez-moi. Nous pouvons recommander Pirate Jenny. Corsair Jenny. Oh, Corsair Jenny. Sie empfehlen hier Corsair Jenny. Also... Der Kazar. Kazar, ich glaube, das ist richtig. Seeräuber? Genau. Das soll wohl Empfehlung sein. Wollen wir vielleicht einfach auf die Empfehlung des jungen Mannes hören? Gewiss, er ist immerhin ein Einheimischer und er arbeitet in einem guten Hotel. Ich denke, Sie werden hier sicher einige Expertise haben. Und es geht um die Seefahrt. Vielleicht könnt ihr uns eine Loge reservieren. Oui, Monsieur. Eine Loge. Ausgezeichnet. Ach, endlich wieder in kulturellen Urmutterland. Ich habe es vermisst. Ja, damit verbeugt er sich noch einmal und lasst euch wieder alleine. Ich hoffe, das wird sich gut mit dem Konvent verbinden lassen. Nun, ich hoffe doch. Es wäre schade, eine Opernvorstellung zu versäumen. Vergesst nicht, dass wir hier mit einem sehr speziellen Zweck angetreten sind. Und je schneller wir diesen erfüllen und abreisen können, desto besser. Ihr müsst lernen, das Nützliche mit dem Praktischen, dem Schönen zu verbinden. Nun, wenn wir effizient arbeiten, dann könnte der Opernbesuch vielleicht sogar der Abschluss unserer Reise sein. Im Moment bin ich weder vom einen noch vom anderen überzeugt. Aber harren wir wohl erst einmal die Dinge, die da kommen mögen. Serpentilio, er wirkt nicht begeistert von den Männern, die da sind. Ich bin mir sicher, die meisten von ihnen sind überaus fähige Magier. Ich habe Saldor Fosslawin zum Beispiel natürlich nie selbst in Aktion gesehen, aber nach allen Berichten ist er ein absoluter Meister der Kampfmagie. Nur ein keiner von ihnen. Ein furchtbarer Stinkstiefel. Seine Persönlichkeit steht hier allerdings nicht zum Gespräch. Unser Rückständig.
Nun, ich kann euch in jeder Hinsicht Sheriff Imyasafa empfehlen. Sowohl was die Freundlichkeit als auch was die Kompetenz angeht. Aber den setze ich hier tatsächlich am meisten. Er machte sogar bereits einen Vorschlag, sagte aber, er wolle sich erst eure Vorträge anhören. Er ist ein kluger Mann. Ich hatte ihn gar kennengelernt, kurz bevor wir nach Wehrheim aufbrachen. Jedenfalls, ich hatte eigentlich gehofft, wir könnten uns vor allem mit der Punina-Delegation besprechen, denn was die, nennen wir es, Esoterik der Randgebiete der Sphärologie angeht, sind sie zweifelsohne sehr bewandert. Nur scheint Perisha von Galisch Götz nicht sie selbst zu sein. Ich kann ja mal mit ihr reden. Vielleicht kann ich... Bitte? Ja, gerne, Boltax. Vielleicht könnt ihr etwas tun. Genau, das war die Idee. Ich konnte ja auch unserem Matrosen helfen, der ja in ähnlich schlechter Verfassung war, wie sie zu sein schien. Ja, nun, aber liegt es bei ihr nicht... Das Problem bei ihr sind keine schrecklichen Dinge, an die sie sich erinnert, sondern Dinge, an die sie sich nicht erinnert. Nun. Und weiß nicht, ob solche wiederzubringen sind. Wohl eher nicht, oder? Man kann sicherlich alles künstlich simulieren. Wenn ich lange genug in ihren Geist eindringe, kann ich ihr auch Erinnerungen, die ihr mir vorgebt, wiederherstellen. Das bringt uns aber nicht viel, wenn ihr eure eigenen Erinnerungen übertragt. Dann hat sie doch keine eigene Erinnerung, sondern nur eure. Nein, aber ich könnte ja mir Erinnerungen für sie ausdenken, sodass ihre Lücken gefüllt werden und sie jetzt wieder klar im Geist ist. Es geht um ihr Wissen, nicht um ihre Lustbarkeiten. In der Tat stimme ich aber mir zu. Wir benötigen den eigentlichen Inhalt ihres Verstandes. Und wenn ein solcher nicht mehr verfügbar sein dürfte. Ich frage mich, wieso etwas wohl gekommen ist. Oh. Nein. Lassen wir dieses Thema. Vielleicht gibt es eine kleine Hoffnung. Sie klang so, als wäre ihr Zustand tagesformabhängig. Mag sein, dass das nur ein Vorwand war, aber vielleicht ist sie morgen vielleicht tatsächlich besser ansprechbar als heute. Ja, vielleicht. Vielleicht könnten wir irgendwie künstlich ihren Erinnerungsfluss stimulieren mit einer, nun ja, nennen wir es experimentellen Behandlung. Ich empfehle keinen Regenbogenstaub. Das Zeug habe ich einmal genommen und es war eine gute Idee. Nun, ich dachte eher an, nun ja, eine abgewandelte Form der Beherrschungsmagie. Oh, nun ja, inwiefern? Aber sagtet ihr nicht gerade, ihre Erinnerungen seien durch nichts zu ersetzen? Nun ja, es ist nur ein Gedankenexperiment, was ich vielleicht... Nein, ich will nicht mit diesem verdammten Tomegaterion sprechen. Nein, das wird wohl nicht gehen. Verdammt. Ich weise darauf hin, dass es vermutlich unsere beste Möglichkeit ist. Vielleicht solltet ihr mit ihm reden. Vielleicht wäre es eher eine Möglichkeit. Ich werde mit dieser Person kein Wort wechseln. Und mit dem allergrößten Vergnügen. Die Schwierigkeit würde wohl eher sein, einen wie auch immer gearteten Versuch, der... Nun, zäumen wir den Karren nicht von hinten auf. Nun, ich denke auch, dass nun ja die graue Gilde Tomek nicht vertrauen wird. Ich glaube kaum, dass sie ihn... irgendein Experiment an ihrer ehemaligen Konvokata durchführen lassen. Seht ihr? Das auch. Sie sind eingeschränkt in ihren Möglichkeiten. Ich habe es schon mal gewusst. Sie sind nicht experimentierfreudig genug. Das merkt ihr jetzt erst, Abelmir. Das habe ich schon immer gesagt. Ich glaube nicht, dass das hier das Problem ist. Die Schwarze Gilde mag den anderen Gilden in vieler Hinsicht überlegen sein. Aber in puncto Misstrauen... haben sie ihnen am Ende noch etwas voraus und würden so etwas erst recht nicht wagen. Nun, selbstverständlich nicht. Wir wissen schließlich, dass hier Stümper am Werk sind. Nee, ich würde sie nicht als Stümper bezeichnen, aber sie sind hin und wieder etwas unflexibel, was ihre Denkweisen betrifft.
Ich habe gesehen, dass Prischias Nachfolger ebenfalls da ist, aber er hat sich wohl schon vergeblich an einer Heilung ihres Geistes versucht. Ja, ihm könnt ihr noch weniger vertrauen. Also, er ist ein wirklicher Stümper. Er beschäftigt sich mehr mit den Kleidungsvorschriften als mit wirklicher Magie. Elkana? Tatsächlich? Nein, ach, ich meinte diesen anderen aus Punin. Ihr meinte die Spektabilität, natürlich. Sie hatte ja zwei Funktionen inne. Elkana ist ein, nun ja, angesehener Heilmagier. Aber ich fürchte, das Problem ist mehr psychischer Natur als physischer Natur. Nun, und sonst? Ich habe zumindest keine weiteren Puniner gesichtet, meine ich. Aber ich habe auch nicht alle Personen erkannt. Hoffen wir aufs Beste. Und was? Gehen vom Schlimmsten aus. Was haltet ihr von diesem Magier, der uns begrüßt hat? Diesen Sphärologen Taragenion hieß er, glaube ich. Ich fand ihn ganz fähig. Nun ja, er ist zumindest sehr experimentierfreudig. Das muss man ihm zugutehalten. Ja, schön. Er hatte zumindest die Größe, uns darauf hinzuweisen, als ich nach dem Tetraeder gefragt habe, diese Expertise weiterzugeben. Ein, nun ja, von sich überzeugter und vielleicht auch egozentrischerer Magier hätte dann natürlich gesagt, ja, selbstverständlich, ich weiß alles darüber, das ist ja mein Spezialgebiet, bla 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 bla. Aber er konnte seine Fertigkeiten sehr gut einschätzen. Das spricht für ihn. Er scheint übermäßig willens zu sein, ein offensichtlich ungetestetes Verfahren an den versammelten Spektabilitäten auszutesten. Nun ja, hin und wieder ist ein Feldtest erforderlich. Und einen Feldtest führt man mit, sagen wir, verzichtbaren Subjekten durch. Ja. Sie scheinen ja schon einige Erfahrungen gemacht zu haben und es klang so, als sei es eher eine Unbequemlichkeit als eine echte Gefahr. Andererseits, habt ihr diese Magierin gesehen, die hinter Tomek hereinkam? Sie schien verletzt zu sein. Ich weiß allerdings nicht, ob sie durch die Pforte gekommen ist oder ob sie sich des Transversales bedient hat. Hat einer sie erkannt oder mit ihr gesprochen? Nicht direkt, nein. Sie schien vom Zirkel der freien Wissenschaften zu sein, aber... Nun, ich war schon einmal dort bei diesem Zirkel, ein lästiger kleiner Verein, der versucht, etwas zu erschaffen, nun ja, eine eigene Gilde. Wir sollten ihnen zugutehalten, dass sie unter der Knute der Weißmagie hantieren müssen. Nun ja, aber sie sind, nun ja... Betrachte doch eher, dass sie es tatsächlich geschafft haben, ihnen, Gareth selbst, zumindest eine kleine Bastion der freien Wissenschaft zu erringen. Habt ihr sie schon einmal besucht in Garret? Oh nein. Ich würde das Mittelreich nicht betreten, wenn ihr mir Geld dafür bezahlen würdet. Dann würdet ihr vielleicht anders denken, wenn ihr ihr Hauptquartier besucht hättet. Ein widerlicher Schuppen. Nun, am Ende des Tages... Nein, ihr habt recht. Meint ihr jetzt... Die Räumlichkeiten oder das Personal? Denn soweit ich weiß, ist der Zirkel der freien Wissenschaften im ehemaligen Puschinske-Anwesen angesiedelt. Und zuletzt, wo ich sie betrachtet hatte, kam sie in einem nun heruntergekommenen Haus unter. Wirklich kein Ort, wo man eine Magierakademie gründen sollte. Nun, es ist nicht so, als hätten sie die Wahl. Sie können doch nur aufgrund einer rechtlichen Unklarheit dort überhaupt ansässig sein. Nun, deswegen muss man nicht leben wie eine Ratte, oder? Nun, sie sind jedenfalls an das Gelände gebunden. Dann sollten Sie aber das Gelände instand halten und für Ordnung sorgen. Und ja, Sie könnten zum Beispiel einen Erzdschinn rufen und ihn bitten, einen... stattlichen Turm zu errichten. Magier leben gerne in Türmen, habe ich gehört. Nun, mir tun sie eher leid, dass sie unter diesen widrigen Umständen arbeiten müssen.
Ihr habt wohl gar nicht mitbekommen, wie sehr die Zeit verfliegt, während ihr euch unterhaltet. Irgendwie sind wohl schon einige Stunden vergangen. Vielleicht wegen den Annehmlichkeiten, die es dann hier liegt. Immer mal wieder die ein oder andere Obststückchen, die ihr euch dann in diesen Schokoladenbrunnen schiebt oder die merkwürdigen Eclairs, die Boltax bestellt hat. Aber ja, nach einigem Reden könnt ihr sehen, wie die Tür ein weiteres Mal geöffnet wird, wohl ohne anzuklopfen. Könnt ihr dann sehen, wie in Begleitung von einem Diener Diamantes und Raphim mit ziemlich nassen Klamotten hineinstiefeln. Excusez-moi, Messieurs, Madame, diese Herren hatten gesagt, sie gehören zu euch. In der Tat. Herein, herein. Ja. Ja, schick, schick, ja, arme mir. Nein, nein. Messieurs, eure Stiefel. Das ist meine bescheidene Unterkunft. Eure Stiefel. Ja, sagt man so. Ich hab feine Stiefel. Ja, schön, ne? Finde ich auch. Hab ich einen schicken Schuh gekauft. Wo wart ihr denn? Ihr tropft ja vor Feuchtigkeit. Mais c'est nul. C'est très bien, c'est très mal. Regnet es immer noch so schrecklich draußen? Nein, also es hat mir eine Weile wohl angefangen, Eis vom Himmel zu fallen, aber wir waren im Hafenbecken. Ihr seid hineingefallen? Ja, nein. Also gefallen, gesprungen, möchte ich sagen. Habt ihr eine Wette verloren? Also hier, Hippolyta schon. Wir nicht. Wo ist sie übrigens? Ja, und wo ist mein Bier? Ach, scheiße, ich wusste doch, ich hab doch... Ja, das Problem ist, wir sind von der Insel wieder hierher geschwommen und wir waren in der Schenke der Insel und ich konnte nicht beim Schwimmen das Bier in der Hand tragen. Ja, Diamantes, ich höre nur, ja, tut mir leid, aber ich sehe kein Bier, also gehst du jetzt nochmal ein Bier holen für mich. Das wäre das Mindeste. Ja, das wäre es wohl, aber... Wenn du wir können einfach hast, Regina... werde ich erstmal trocken. Ihr könnt einfach nach dem Diener rufen, die ich sicherlich euch ein Bier bringen können. Das sieht mir jetzt auch nicht wie das Haus aus, wo man kein Bier bekommen würde. Möchtest du eine Schokoladen-Erdbeere, Raphim? Ja, was ist das für eine Frage? Natürlich will ich eine Schokoladen-Erdbeere. Raphim, reicht dir eine aufgespießte Schokoladen-Erdbeere? Wir sitzen hier schon eine ganze Weile. Man kriegt gar nicht mit, wie viel man von dem Zeug isst, wenn man sich unterhält. Und der Brunnen scheint einfach nicht leer zu werden. Deshalb habe ich ja so viel bestellt. Ja, faszinierend. Ich frage mich, ob hier wohl eine Manifestation vorliegt. Boltax hat selbstverständlich auch schon seinen Gürtel geöffnet. Oh. Ich trage nur meinen Bademantel. Also, ich habe vorhin schon gesagt. Ja, du hast recht. Aber den Gürtel vom Bademantel ist jetzt auch offen. Wieso ich das nicht sehen muss? Habe ich irgendwas verpasst? Die Opernsaison geht in 2 Tagen los und wir haben uns für ein Stück entschieden. Obergaterion hat Hippolyta gesucht, aber er hat nicht gesagt, warum. Wir waren uns sicher, falls ihr euch findet, würdet ihr euch schon köstlich amüsieren, was das angeht. Ja, ich habe ihr vorgeschlagen, sie soll bei uns anheuern. Mal gucken, vielleicht macht sie es. Ja, möglicherweise müssen wir mit ihr aus der Stadt fliehen. Und diese komischen Erzmager da vor das Knie treten. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Ja, nicht mit der Einstellung auf jeden Fall. Nun ja, ich weiß nicht, ob ihr euer restliches Leben als Hand dieses kleines Tier verbringen wollt oder nicht. Ich versichere euch, Domegaterion verzaubert niemanden in ein handliches kleines Tier. Nun, ich dachte ja an die Erzmager. Oh. Ist sie denn... Transformagus? Magus. Von welcher sprechen wir? Nun, von der Lehrmeister von Hippolyta. Wenn sie eine Erzmagier ist, dann hat sie sicherlich auch verschiedenste Kenntnisgebiete. Oh, bitte. Macht doch heutzutage wirklich jeden zum Erzmagier, der nicht schief aussieht. Nun, seid ihr Erzmagier? Man hat mich nicht zur Prüfung zugelassen. Seht ihr? Und daran seht ihr doch aber mir, dass der Erzmagier, die dir nichts mit Gönnen zu tun hat und alles mit persönlichen Verbindungen. Natürlich. Ich bin Erzmagier. Also Erzgeode. Ihr wisst schon, dass ein Titel ist und kein Element. Es ist wahrhaftig fast dasselbe. Ihr seht,
Wir sehen, dass ihr keine Ahnung habt von Titeln. Titel, das ist doch nicht so wichtig. Würde ich mich um so einen Erzmagier-Titel bewerben, sie würden mich mit Kusshand nehmen. Natürlich. Wir sind ja auch in Kusslik. Also, ja. Würde es hier keine Erdbeeren geben, dann war es auf der Festung doch um einiges interessanter. Oh ja, wir haben fast einen Krieg angefangen. Aber nur fast. Herzlichen Glückwunsch. War aber knapp. Und Abolita hat fast 10 Urasia umgebracht, aber war witzig. Ich habe mir schon ausgerechnet, wie viele Skorpionenbolzen Rafim wohl seinem Körper halten kann. Ich denke 7. Ja, ich bin sogar auf 9 gekommen. Oh, oh, oh. Also war unser Abend spannender als eurer. Nun, das würde ich dir so nicht behaupten, aber... Sagen so, wir haben nicht fast einen Krieg angefangen, insofern... Und wir treffen nicht von Nessa, wie ihr. Naja, aber mir, wenn du es so sagst, mit diesen Worten würde ich mein nasses Kettenhemd ausziehen und es aber mir in den Schoß werfen. Ich würde gekonnt ausweichen. Ah ja, wenn hier... Ich lande wahrscheinlich auch jetzt auf dem Bett irgendwie von Boltax. Ach ja, wenn ihr in euren Zimmern ein Loch im Boden findet, wundert euch nicht, das ist für eure schmutzige Wäsche. Ich weiß aber nicht, ob sie auch Kettenhemden entrosten. Es ist ein Loch in der Wand, nicht im Boden. Das Loch im Boden ist der Abort. Das hast du vorhin aber falsch beschrieben. Da kannst du deine Wäsche auch reinschmeißen. Also Rafinsfalle tatsächlich immer noch eine Verbesserung des Gesamtzustandes. Es ist ein Loch in der Wand, wo du so eine Klappe hast, neben dem Bett. So, dann machst du die Klappe auf, tust die Sachen da rein und das fällt dann runter in den Keller. Und nicht vergessen die Karte. Dazu. Und die Karte natürlich. Ja. Nun gut, ich denke, wir sollten den Hausdiener anweisen, uns ein paar Bier zu bringen und einen trockenen Weißwein. Ach, das Besäufnis geht hier weiter. Gut, das höre ich doch gerne. Ja, 1022 Jakwertaler würde ich empfehlen. Ich würde einen Montrachet empfehlen zu Schokolade. Nun gut, da würde ich mitgehen. Ich bin ganz ehrlich, ich bin voll wie ein Eimer. Nun gut, dann kein Bier für euch. Hä? Das ist denn für eine Argumentation? Hör nur jetzt nicht auf. Gut. Ich drück mal vorsichtig auf diese Klingel. Ja, und so könnt ihr den restlichen Abend noch fast wie im Selander verbringen.